Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Marktanalysen nach der Location Point Methode mit Gilbert Kreuzthaler. Ich freue mich sehr, dass er heute Abend wieder mit uns das Webinar veranstaltet und ich freue mich natürlich mindestens genauso viel, dass Sie heute wieder live dabei sind und sich für das Thema interessieren. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von der FXLED. Wir schauen uns direkt den Risikohinweis an. Denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Schönen guten Abend, Michael. Schön, dass du da bist. Und ja, dann offiziell nochmal Hallo Gilbert. Du kriegst jetzt den Bildschirm. Ich freue mich sehr auf das Webinar und wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Ja, ich schalte gleich um auf meinen Bildschirm. Nelson, vielen Dank für die Anmoderation. Vielen Dank wieder, dass ich hier das Webinar bei euch halten kann. Immer ein sehr spannendes Thema, die Märkte zu analysieren. Ja, mein Name ist Gilbert Kreuzthaler. Ich bin CEO von Agena Trader und Traders Yard und werde versuchen, hier auch meinen Trading-Stil, den ich auch vollziehe, hier ein bisschen näher zu bringen, ein bisschen zu erklären, ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, wie die Märkte sich bewegen. Ich denke, ich habe hier eine relativ gute Methode, um wirklich auch zu sehen, wo die Märkte stehen, wie sie sich bewegen können, wohin sie gehen können. Und natürlich ist hier das, was ich hier mache, bitte nicht als Anlageberatung zu verstehen, auch gleich diesen Hinweis zu geben. Es ist rein als Schulungszweck zu sehen, auch wenn Sie hier das eine oder andere Signal sehen, ist es keine Handelsaufforderung, sondern einfach, ich werde es Ihnen erklären, was hier ein Signal bzw. eine bestimmte Chartformation von Potenzial haben kann, aber ist natürlich in Ihrem eigenen Verantwortung, das dann zu handeln oder nicht. Könnte auch einen Interessenskonflikt mit Positionen geben, in denen ich bereits involviert bin. Gut, okay, dann fange ich mal kurz an, wieder zu erklären. Es sind ja wahrscheinlich immer wieder neue Leute dabei, nur um auch mal kurz den Ansatz zu erklären, den ich gehe. Sie sehen hier in den Charts relativ viele Linien. Ich werde die mal ausblenden, damit Sie nicht verwirrt sind von Anfang an und mache hier den Chart mal sauber. Bin hier mit dem Traders Yard X präsent und zeige Ihnen hier ganz einfach mal ein paar Dinge, so wie ich die Herangehensweise sehe. Ich zeige Ihnen anfangs kurz mal drei Slides, damit Sie sehen, was ich eigentlich verwende, um diese Herangehensweise, um dieses Location Point Trading auch analysieren zu können, mit welchen Mitteln ich hier vorgehe. Und zwar ist es ganz einfach ein, wie reagieren die Märkte auf Indikatoren, aber nicht, wie reagiert der Indikator oder ich interpretiere den Indikator, sondern ich interpretiere das, wie der Markt auf verschiedenen Indikatoren reagiert. Und zwar, für mich ist wichtig der SMA 8, der SMA 20, die Bollinger Außenbänder, der EMA 130, der SMA 200 und dann gibt es noch den Climatic Distance, den werde ich Ihnen noch kurz erklären und dann natürlich Support and Resistance Areas, auf die ich schaue. Wie gesagt, dort ist es für mich nicht wichtig, ob jetzt der SMA 8 den SMA 20 kreuzt, ob jetzt der EMA 30 hier oder dort ist oder sonst irgendwas, sondern mir ist es immer wichtig, wie reagiert der Markt auf diese Indikatoren, wenn er diese Indikatoren berührt. Und da gibt es sehr wohl immer wieder sehr nachvollziehbare Szenarien. Was ist für mich auch wichtig, das ist genau das, was dann auch das ganze Interesse auch weckt, wenn auf einem dieser Indikatoren, die ich vorher hier oben genannt habe, der Markt auftropft und sich dann und dann aber reagiert. Das heißt, mehr oder weniger, es ist sehr wichtig, dass wenn ich hier einen Markt, ein Open habe, dann, wenn der Markt abverkauft wird, sich irgendwo fängt und wieder zurückverkauft und zurückgekauft wird, dass dieses Retracement mindestens 62% ist. Das heißt,
dort entsteht dann wirklich ein Signal, dass das dann auch von der Software auswertbar ist. Ich werde Ihnen natürlich aber auch ein paar Dinge zeigen, weil ein technisches Signal ist natürlich immer ganz harten Regeln gebunden. Das kann das System sehr oft, gibt es aber auch leichte Abweichungen, die sich nicht hundertprozentig an dieses Regelwerk natürlich halten. Man sieht aber das mit dem Auge, dass hier doch auch interessante Konstellationen sind. Und genau auf die werde ich dann aber auch eingehen. Also, aber grundsätzlich ist es immer, dass eine Bewegung stattfinden muss, die in eine Richtung geht, sei es ein Abverkauf, ein Zurückkauf, der eine bestimmte Spanne wieder in sich zurücklaufen muss, beziehungsweise natürlich über 100% hinaus. Aber genau da, dort wird es für mich wichtig. Aber natürlich diese Arten des Retracements können natürlich unterschiedlicher Art sein. Das kann ein Single Bar Retracement, wo wir hier den Open haben, einen Abverkauf und wieder einen Zurückkauf in diese Bewegung hinein. Beziehungsweise, was ich auch vorhin schon gesagt habe, natürlich, wir haben hier ein Open, der Markt läuft runter und läuft aber über 100% hinaus, was natürlich hier ein stärkeres Zeichensignal ist. Das Ganze natürlich dasselbe in die Short-Richtung. Beziehungsweise rede ich dann noch auch vom Double Bar Retracement, wo wir einen Solid Bar in die Abwärtsrichtung haben, einen Solid Bar in die Aufwärtsrichtung haben, dass natürlich, wenn man die beiden übereinander legt, genau so eine Kerze herauskommt. Das sind genau, ob es jetzt mit einer, zwei oder drei Kerzen passiert, sei dann dahingestellt. Das wäre zum Beispiel ein Triple Bar Retracement, wo wir auch wieder eine Konstellation haben. Hier eröffnet der Markt, er wird hier abverkauft, hat dann eine Narrow Bar, idealerweise ein Narrow Bar. Wenn er das hat, dann ist es natürlich eine Konsolidation des Marktes hier. Der Markt weiß hier nicht genau, wo er hin möchte und zieht dann mehr oder weniger wieder in eine Richtung hinaus. Und das ist eigentlich ein relativ starkes Pattern. Natürlich dasselbe auch in die Short-Richtung, wobei die mittlere Kerze jetzt, egal ist, ob sie grün oder rot ist, ganz einfach der Markt konsolidiert hier und schießt dann in eine bestimmte Richtung los. Also das sind so die Chart-Patterns oder die Candle-Patterns, auf die ich schaue. Kann man natürlich auch interpretieren als Japanese Hammer und Candlestick-Patterns und so weiter oder ein, bin mir jetzt gar nicht sicher, wie sie alle genau heißen. Ich sage immer Single Bar, Double Bar und Triple Bar Retracements. Okay, das ist mal grundsätzlich wichtig. Wenn so etwas passiert auf einer dieser Linien, dann wird es interessant und dann schaue ich mir die Märkte näher an, beziehungsweise versuche dann meine Handelsentscheidungen darauf zu treffen. Hier haben wir relativ interessant, ich fange gleich an mit dem Natural Gas. Das schaut mir im Moment relativ spannend aus. Diese Konstellation, wir haben ja im Natural Gas eine relativ lange Abwärtsphase hinter uns und auch sieht man das hier auf Monatsbasis. Ich fange immer an, auf Monatsbasis mir das Bild zu machen, wo steht der Markt und danach gehe ich vom Monat in die Woche, in den Tag oder wenn das Ganze Intraday passiert, schaue ich mir zuerst den Tag an, wie schaut der Tag aus, gehe dann eine Zeiteinheit runter, 4 Stunden, 1 Stunde, wie auch immer und bin dann im Endeffekt in der Zeiteinheit, in der ich da handeln möchte, beziehungsweise wo es für mich dann interessant ist. Das heißt, immer das große Bild vom großen Bild in das nächst kleinere Bild und dann in das ganz kleine Bild zu gehen. Was sehen wir hier, wenn ich das hier aufspanne mal? Das Natural Gas, und da komme ich auch gleich, da habe ich noch, warte, nehmen wir die mal raus, Zeichnungen drinnen gehabt. Was sehen wir im Natural Gas? Das hat sich, wie auch schon kurz gezeigt, hier hochgearbeitet, ist irgendwo im Bereich von $10 irgendwann einmal zu stehen gekommen. Das heißt, wir hatten ja zuvor, vor der ganzen Ukraine-Krise hier, relativ niedrige Preise und wir hatten eigentlich einen relativ starken Abverkauf hier. Die interessante Kerze ist schon mal hier, dass wir hier auf Monatsbasis, Entschuldigung, okay, geht wieder, dass wir hier ein sogenanntes Stairway-Pattern stattfindet. Das heißt,
Was ist ein Stairway-Pattern? Das ist genau das, dass wenn ein Markt steigt, zurückfällt in einer bestimmten Richtung dann und die Bollinger Bänder im Allgemeinen dem Markt entgegenkommen und der Markt hier auf dem äußeren Bollinger Band hier auftropft. Dort entsteht einmal ein Signal, das heißt, und hier hat man auch immer wieder nachweislich Szenarien, wo die Märkte ganz einfach drehen an diesen äußeren Bollinger Bändern. Das heißt, das ist für mich ein Stairway-Pattern, da geht man später darauf genau ein. Aber der Markt hat sich hier mal gefangen und geht nun in die Seite. Wir sehen hier, und das ist der Climatic Distance Indikator, der ist auf Monatsbasis hier ausgerichtet. Und man sieht immer, dass hier diese beiden Linien, das sind so mehr oder weniger die durchschnittlichen Abweichungen, die der Markt macht. Das geht natürlich manchmal über diese durchschnittlichen Abweichungen hinaus, hat jetzt nichts zu tun mit dem Abweichungen der Bollinger Bänder, sondern das ist einfach eine Gesamtabweichung, wo in der Mitte sich die weiße Linie ist der SMA 20. Das heißt, diese grüne Linie, die hier ist, ist hier normalisiert, ist gerade ausgeprägt und man sieht immer, wie weit das der Markt hier vom SMA 20 entfernt ist. Und das ist ganz einfach immer so, dass wenn der Markt zu weit weggeht von dieser Mittellinie, dann irgendwann einmal wird er schwächer und kommt wieder zurück. Das lässt sich immer wieder beobachten, sieht man auch hier schön. Man hat hier, der Markt kommt zurück, er macht zumindest hier eine Reaktion, geht hier rauf auf den SMA 8 und kommt hier zurück auf das äußere Bollinger Band. Das heißt, wir waren hier in dem Bereich relativ climatic. Das ist auch der Climatic Distance Indikator, das heißt, man ist zu weit weg eigentlich von dem Normalgeschehen und der Markt kommt irgendwann wieder zurück. Jetzt ist aber in die Gegenrichtung gegangen vor einigen Monaten. Das heißt, hier im Januar ist er stark durchgegangen und wir sind jetzt aber sehr weit wieder auf der Short-Seite extrem climatic und der Markt hat natürlich hier die Chance oder macht hier dann Anstalten, dass er wieder versucht, zurückzugehen auf diese mittlere Linie. Lässt sich immer wieder beobachten, werden Sie auch sehen, dass an dieser 20er-Linie hier immer wieder Dinge passieren, beziehungsweise auch natürlich, wenn der Markt fällt, kommen die Märkte auch zurück hier in diese Richtung. Natürlich sind wir jetzt wieder auf einem Preis im Gas, wo man jetzt, das Low auf 1,90 war, jetzt auf 2,14 ungefähr ist, 2,25. Viel billiger wird, glaube ich, das Gas nicht mehr werden. Und das heißt, man hat natürlich auch eine fundamentale Chance, dass der Markt hier in diese Long-Richtung gehen kann. Das mal zum Monatsbild. Ich schaue mir jetzt kurz das Wochenbild an, schaut ungefähr gleich aus. Man sieht hier das äußere Bollinger Band, hier diese Umkehrkerze. Der Markt ist runter auf die 130er Linie, der Markt ist rauf auf die 20er Linie. Kommt hier, ist dann auf einer 20er wieder abgeprallt und ist hier hier zum Stehen gekommen. Wenn man sich das wieder anschaut, Woche Bollinger Band 30, hier sieht man, dass das Monats-Bollinger Band hier, genau diese Kerze ist am äußeren Bollinger Band hier gekommen. Der Markt ist rauf geht hier in die Seite und auf Wochenbasis kämpft er jetzt mit dem SMA 8 auf Wochenbasis. Und jetzt wird es natürlich spannend. Das heißt, wir sind auch hier climatic gewesen. Der Markt kommt schon langsam zurück, auch zu der 20er Linie. Da wird es natürlich spannend werden, was weiter passiert. So, schauen wir uns aber jetzt noch den Moment mal, machen wir dazu. So, machen wir jetzt das Tageschart auf und das ist eigentlich das Spannende jetzt. Das heißt, wir wissen, Woche, Monat ist eigentlich climatic in der Short-Richtung. Was passiert hier? Der Markt ist hier runtergekommen. Wir haben hier wieder äußeres Bollinger Band. Der Markt geht drauf, geht runter, hat hier schon mal ein bisschen reagiert, aber nicht wirklich, ist dann noch weiter runtergekommen. Das heißt, auch diese Kerze wäre eigentlich kein Einstiegssignal, weil der Markt nicht über dieses Hoch hier hinaufgegangen ist, sondern vorher gedreht hat. Ist aber jetzt in die Seite gegangen und genau hier hat der Markt ein sogenanntes Stairway-Pattern hingelegt. Das heißt, er ist wieder aufs äußere Bollinger Band aufgetropft und hat darauf reagiert, kommt hier rauf, kommt wieder zurück auf den SMA 20 und was passiert hier? Kommt runter und er bildet hier schon langsam
Kerzen aus, die nicht mehr jetzt eine weite Range haben, sondern eher narrow sind. Und wir sehen hier, und das könnte sich heute noch auswirken, könnten hier eine Umkehrkerze sehen auf dem SMA 20. Das wäre, wenn das passiert, wäre das ein relativ starkes Signal in die Long-Richtung und könnte hier dann mehr oder weniger dazu führen, dass der Markt dann auch in die Richtung weitergeht. Schauen wir mal, wo jetzt hier die Linien liegen, die hier entgegenkommen. Das heißt, auf Monatsbasis sehen wir lange Zeit nichts. Auf Wochenbasis, der SMA 8 kommt hier daher. Das heißt, man hat hier relativ viel Luft nach oben. Schauen wir uns die Woche an. Der SMA 20 kommt hier relativ stark in diese, aus der fallenden Richtung her. Man hat aber hier grundsätzlich gute Chance, dass man zumindest hier eine gute Bewegung mitnehmen könnte mit dem Natural Gas. Das wäre so grundsätzlich ein Szenario, das man sich anschauen könnte. Natürlich, das ist hier der Futures, aber es gibt natürlich auch als CFDs das Natural Gas auch zu handeln. Bei FXPlat könnte man sich anschauen, ob das hier in diese Richtung auch handelbar wäre. Wie macht das? Natürlich jetzt der Futures, oder der ist relativ schwergewichtig. Und wer dann aber, wenn man so ein Signal handelt, ist der Stop, auch um auch gleich diese Handelsregel auch zu erklären, wie man das dann einsetzt, legt man die Einstiegsorder über das High dieser Umkehrkerze, die Stop-Order immer unter das Low dieser Einstiegskerze. Und kommt dann relativ eng in den Markt hinein und kann sich dann mehr oder weniger diese Ziele suchen, die aber am besten immer aus der übergeordneten Zeiteinheit zu suchen ist. Schaut man sich das nochmal an, geht man hier auf die Woche. Ich hau mal das ganze Gerümpel hier raus. So, da haben wir nichts mehr. Gut, schauen wir uns die Woche an. So sieht man dann mehr oder weniger, wie sich das hier auf Wochenbasis dann auswirkt. Das heißt, es kommt hier auf Wochenbasis der SMA 20 daher. Und das könnte, hier wird es immer in dem Bereich um den SMA 20, wird es immer unruhig. Und wenn der Markt hier aufgeht, dann wäre das mehr oder weniger auf Einstiegsbasis der Tag, Ausstiegsbasis die Wochen SMA 20. Das heißt, dass man sich hier ein Target hinlegen könnte und diese Bewegung hier mithandeln könnte. Das wäre so das Regelwerk, wie man auch in die verschiedenen Trades dann einsteigt und die dann aber auch mit Stop und Targets auch behandelt. Wieso direkt unter der Kerze der Stop? Das hat genau den Grund, dass wenn diese Kerze wirklich ein Signal gibt in die Long-Richtung, dann ist das Signal, und wenn das Signal nicht hält, dann hat das Signal nicht gehalten und ich muss raus. Das heißt, weil dann ignoriert der Markt genau diesen Rückkauf in sich, und wenn der Markt weiter runterfällt, dann sagt man, okay, dann muss man warten, bis das nächste Signal kommt. Es hilft dann nichts, drinnen zu bleiben, sondern hier, und das ist auch ein gutes Szenario eigentlich, weil man weiß in der Location Point Trading ganz genau, wo liegt der Einstieg, wo liegt der Stopp? Und ich muss hier nicht lang suchen, wo finde ich jetzt ein Lower Low, oder ist das das Richtige, sondern es bestimmt immer die Kerze den Einstieg und den Stopp, den Initialstopp. Okay, gut. Das heißt, das mal zum Natural Gas. Schauen wir uns andere Werte an. Jetzt habe ich mal so ungefähr auch das System dazu erklärt. Was natürlich immer wichtig ist oder interessant ist, ist der DAX. Wird natürlich auch immer wieder gefragt, wie geht es dem DAX, wie kann man den DAX lesen, interpretieren. Ja, das ist jetzt im Moment die Situation, die ja relativ spannend auch ist. Ich habe hier wieder im F-DAX, das ist wieder der Futures. Man sieht auch hier das eine oder andere Signal, wie es auch passiert ist. Man sieht zumindest hier eine Reaktion drauf. Auf dem auch hier zumindest eine Reaktion. Was man hier sieht, ist, der Markt ist raufgegangen.
nach diesem Signal ist runtergekommen und hat hier im Bereich des EMA 130 beziehungsweise des SMA 20 aus der Woche hat er sich gefangen. Das heißt, hier sieht man natürlich die Tageskerzen, wenn man sich das hier anschaut, auf der Woche sieht man, der Markt ist hier runter und hat sich hier ungefähr am SMA 20 wieder gefangen. Ist natürlich immer wieder ein gutes Art Landkarte, dass man weiß, wo der Markt ist, wo er auch wirklich drehen kann. Und da kann man sich natürlich relativ gute Handelsregeln auch daraus generieren. Man sieht auch hier den Climatic Distance, der bewegt sich so, auch obwohl der DAX jetzt relativ stark gestiegen auch ist in letzter Zeit, er ist nicht wirklich climatic. Das heißt, er hat auf jeden Fall, er ist nicht überhitzt, wie zum Beispiel hier, wo er dann in diesem Bereich hier anfängt, wieder in die Seite zu gehen und hier am SMA 20 auftropft, und dann um dann weiterzulaufen. Sondern wir stehen hier eigentlich relativ im neutralen Bereich mit dem FDAX. Was passiert jetzt gerade? Der Markt ist hier, ist rauf aus diesem Bereich, runter, hat hier die Umkehrkerze im Bereich des SMA 8 gemacht, hat hier wieder gedreht, ist wieder weiter, kommt zurück, deswegen auch SMA 8, hier kommt die Reaktion. Der Markt ist weitergeschlichen. Wir haben hier eine Umkehrkerze in dem Bereich. Jetzt ist es spannend, wie sich diese heutige Kerze hier formieren kann. Wir sehen ja hier grundsätzlich wir sind heute unter dem SMA gelandet. Der Markt zieht sich aber wieder zurück. Wir haben ja noch einige Stunden hier im FDAX, diese Kerze sich hier wieder in die Long-Richtung entwickelt, das heißt eine grüne Umkehrkerze wird, und diese Kerze sollte auch über dem SMA 8 dann wirklich schließen, das wäre auch Voraussetzung, dann könnte diese Kerze ein relativ gutes Einstiegssignal darstellen, dass der Markt auch in die Long-Richtung hier weiter marschiert. Es muss nicht immer eine Punktlandung sein. Es ist schon immer wieder spannend, wie man das sieht, dass hier auch wirklich die Eröffnungskurse am SMA 8 stattfinden oder auch die Schlusskurse am SMA 8 stattfinden. Es ist immer dann wichtig, wo der Markt dann auch wirklich schließt, ob er darüber schließt, und darüber kann man sich dann auch sein Einstiegsverhalten auch generieren. Wenn auch diese Kerze jetzt genommen worden wäre, dann wären wir im Moment, wenn man eingestoppt worden wäre, würde das hier das Szenario sein, dass man hier den Einstieg und hier den Stopp hätte. Wenn sich diese Kerze hier in die Long-Richtung weiterentwickelt, könnte man einen viel engeren Stopp eigentlich nehmen. Oder man sagt, okay, man gibt dem Markt auch noch Luft und ich nehme ja halt diesen. Aber grundsätzlich, das System gibt hier vor, dass ich dann, wenn, dann doch diesen Stopp hier nehmen soll, gleich unter der Einstiegskerze. Also das heißt, im Moment, auch wenn man es auf Monatsbasis anschaut, das ganze Bild, auch der Markt ist gefallen, hat sich hier gefangen, rauf, wie man sieht hier wieder am SMA 20, der Markt hat hier kurz reagiert, ist durchgegangen, und wo man jetzt natürlich ist, wo man vorsichtig sein muss, man hat hier eine Resistance Area, eine Widerstandszone, kann natürlich sein, dass der Markt hier shaky wird, aber er geht rauf, der hat hier ungefähr fast den SMA 20 berührt und ist dann aber wieder weitergezogen grundsätzlich hat eher eine Long-Tendenz, würde ich mal sagen, der DAX, dass er relativ stark im Moment ist. Die nächsten Hürden sind ja hier oben erst vom äußeren Bollinger Band. Da müsste man schauen, schauen wir es auf der Woche an, was hier passiert, auch noch mal kurz analysieren. Haben wir ja auch gesehen hier, der Markt kommt runter, SMA 20 zieht drauf hier. Auch hier ist nicht wirklich eine Hürde in Sicht nach oben. Das heißt, wenn der Markt hat eigentlich Potenzial nach oben aufgrund der Location Point Methode, dass man hier weiterzieht. Aber Vorsicht, hier kommen die ersten Widerstände daher. Hier kann es natürlich wieder unruhig werden in diesem Bereich. Okay. Schauen wir uns den Amerikaner an.
Der schaut mir im Moment eher ein bisschen fad aus. Eher sogar in die fallende Richtung. Der ES, wir haben hier wieder ein Stairway-Pattern. Der Markt kommt aufs äußere Bollinger Band, hat hier reagiert, aber er will nicht so wirklich durch den SMA 20 durch. Das heißt, er geht hier jetzt, der S&P 500 ist das, der ES, er klopft hier schon mal an den SMA 20 an, bewegt sich so im Bereich zwischen SMA 8 und SMA 20, er will aber nicht so wirklich durch. Das heißt, hier auf Monatsbasis sieht man, dass sich der S&P 500 extrem schwer tut. Schaut man sich jetzt hier das Bild an, wieder hier eine Umkehrkerze am EMA 130, ja, ist zu diskutieren, sage ich mal. Der Markt geht herauf, schiebt aus dem SMA 20 hinaus, geht aber jetzt in die Seite. Wir sind hier im Widerstandsbereich. Ich sage mal, der Markt hat eine gute Chance, hier auf den SMA 8 hier zurückzukommen. Und hier wird es interessant, was hier passiert, wenn man in diesem Bereich zurückkommt, ob hier dann eine Umkehr passieren wird. Wenn man sich das jetzt auf Tagesbasis anschaut, und den SMA 8 auf Wochenbasis hier, der ist es ja, rein zieht auch, das ist jetzt diese Linie, die hier gekommen ist, hat der Markt jetzt mal Potenzial, in diesem Bereich zurückzukommen. Dann wird es interessant, wie er hier drauf reagiert, ob hier in dem Bereich dann Umkehrkerzen ausgebildet werden, wie auch immer. Und wenn das hier passiert, dann hat der Markt ein Potenzial, dass er in die Long-Richtung weitergeht. Grundsätzlich nicht ganz. Hier haben wir die Linie, den SMA 20 aus dem Monat, und damit kämpft er ganz einfach. Schauen wir uns das nochmal an. Tag, Monat, SMA 20, da sieht man oben, wie genau hier der Markt auch darauf reagiert hat. Also diese Linien, die haben schon was für sich, und man kann relativ gut einschätzen, ist man jetzt vor einem Widerstand, ist man vor einem Support, und wo könnte der Markt jetzt hingehen? Hier kommt die Linie der Woche daher, wie immer der reagiert, oder hier unten haben wir wieder die Linie. Deswegen ist es auch interessant, man sieht, man kann sich das aufgrund dieser Linien, wenn der Markt reagiert, dann kann man darauf reagieren. Sonst gibt es hier kein Szenario. Wir haben hier zum Beispiel auch einen Umkehrstab, wie der Punkt genau am SMA 20, der ist aber ignoriert worden. Das heißt, der Markt ist nicht drüber gegangen, sondern hat diese Kerze ignoriert und geht jetzt runter. Das heißt, es hat ein relativ starkes Potenzial, dass auf einer dieser unteren Linien, hier kommt auch das Bollinger Band daher, das könnte ein Cluster werden, dass man, wenn man hier Umkehrformationen in diesem Bereich sieht, dass das in die Long-Richtung weitergehen kann. Kann natürlich hier oben wieder shaky werden, weil er einfach hier mit dieser Monatslinie, mit der 20er-Linie immer wieder kämpft. Ja, okay. Das heißt, das hier mal zum ES. Ja, vielleicht noch als Bestätigung auch. Okay, der Eurostoxx schaut ein bisschen anders aus. Nicht so wie der FDAX, aber auch hier mal das anzuschauen, auch hier Signale, ein Stairway, das zweite hat gezogen, das erste war ein Fehl, das rauf ist ignoriert worden. Was wir hier aber hier haben, ist der SMA 200, auch man sieht auch hier den EMA 130 Punktlandung, SMA 200 Punktlandung, hier der SMA 20 Punktlandung, also das sind hier schon Dinge, auf die man achten soll. Auch hier, der Markt kommt hier aus dem SMA 200 drauf, zieht durch, geht weiter, hat hier eine Korrektur auf die Linie, auf den SMA 20 der Woche, Monat überhaupt hier, sind wir im Monat, zieht hier weiter rauf, und natürlich ist das schon ein relativ starkes Zeichen in die Long-Richtung, diese Kerze. Genau, die hat sich hier Single Bar Retracement am SMA 20 in die Monat. Am Monat macht natürlich schon Sinn, dass das natürlich hier auch bestimmte Gewichtung hat, dann auch auf die Woche bzw. auch auf den Tag. Aber die Entscheidung fällt immer dann am Tag. Hier kann man diese
Kerzen, die kann man nehmen, um sich seine Idee zu bestätigen. Und dann braucht man das Signal in der unteren Zeiteinheit. Was schauen wir uns noch an? Ich würde mal sagen, wo haben wir jetzt interessante Szenarien noch? Ja, wir schauen uns dann noch ein paar Aktien auch an. Hier sieht man, ich schalte mal wieder ein bisschen ab hier, das verwirrt nämlich die zu vielen Linien. So, okay, gut. Schauen wir uns den Monat an. Im 30-jährigen Treasury Bond ist auch die Zinsentwicklung interessant. So, okay, gut. Wie gesagt, der Markt ist hier weit gefallen. Wir sehen hier Climatic auf Monatsbasis. Das heißt, wenn man Climatic ist, hat natürlich der Markt Chancen, dass er sich wieder an den SMA 20 hier annähert. Man sieht das und kann es immer wieder schön verfolgen, wie der Markt hier um diese Linie auch pendelt und auch immer wieder aus diesen Climatic-Szenarien dann zurückkehrt in die normalisierten Szenarien. Aber hier starker Abfall um die 200er Linie hat sich der Markt hier gefangen, ist dann durch. Sehen wir hier irgendeine Resistance nicht wirklich in der Vergangenheit. Markt hat grundsätzlich jetzt mal eine Tendenz, sich in eine Korrektur des Short-Verhaltens hier zu gehen. Was bedeutet das? Auf Woche sehen wir hier ist eigentlich relativ spannend. Das ist sein sogenanntes Trampolin-Pattern, was ich hier sehe. Ich erkläre es Ihnen gleich, was das bedeutet. Der Markt kommt runter, geht rauf über die 20er, kommt runter, geht wieder rauf. Das heißt, wir haben hier so ein Criss-Cross um die 20er-Linie. Und hier sehen wir, dass der Markt wieder auf dem SMA 20 reagiert hat. Man muss auch dazu sagen, je höher die Zeiteinheiten, desto genauer funktioniert auch dieses Spiel. Jetzt gibt es natürlich immer wieder die Ansätze, dass man sagt, okay, das ist eine Seitwärtsrange und Moment mal, das muss ich jetzt schöner zeichnen. Und mit dem Seitwärtsrange, ich habe hier eine Seitwärtsrange und ungefähr hier. Und man gibt es auch die verschiedenen Ansätze dann auch, dass man das dann so handelt, dass man sagt, wenn der Markt oben rausgeht, bin ich long und ich mache hier meinen Stopp. Und wenn der Markt unten rausgeht, bin ich short und ich mache hier meinen Stopp. Diese Formation ist sehr oft eine Andeutung eines Ausbruchs. Man hat natürlich hier auch immer, wenn ich hier die Seitwärtsrange gehabt habe, habe ich hier natürlich einen False Breakout gehabt. Das heißt, der nicht zugetroffen ist. Ich bin hier im Markt drinnen, bin dann aber gleich sehr oft wieder im Minus, weil eben diese Ausbrüche aus den Seitwärtsranges zu einem hohen Prozentsatz nicht funktionieren. Ungefähr um die 70, 72% der Ausbrüche aus den Seitwärtsranges sind False Breakouts, die wieder in sich zurücklaufen und man dann erst wieder sich in einer Seitwärtsphase befindet oder der Markt überhaupt in diese Richtung geht. Diese Formation hier ist ein relativ gutes Frühzeichen, dass der Markt aus dieser Range hier ausbrechen kann. Das heißt, der Markt ist hier unentschlossen. Er geht rauf, er geht runter. Wir haben hier den SMA 20. Er bleibt nicht wirklich stehen, er geht runter, er fängt sich wieder, geht wieder rauf. Und jetzt kommt der Markt runter und stoppt hier. Und geht aber sofort mit der nächsten Kerze in die Long-Richtung. Das heißt, es scheint hier, dass der SMA 20 hier eine Reaktion ausgelöst hat. Und zwar sind wir auf Wochenbasis. Was man hier auch noch sieht, diese Formation. Hier, ich nehme das mal weg. Moment hier.
man das auch besser sieht. Wenn man sich das hier anschaut, diese Formation, dann ist das auch als Triple Bar Retracement zu interpretieren. Eine stark fallende Kerze, ein Narrow Bar und dann eine steigende Kerze, Solid Kerze. Das heißt, das ist hier auch ein Pattern, das relativ interessant scheint, weil sich der Markt hier in diese Richtung wieder zurückziehen kann oder und hier in diese Richtung weiterlaufen kann. Nächster Widerstand sieht man dann in den übergeordneten Zeiteinheiten, wo der Markt dann hier auch wirklich wieder Widerstand bekommen könnte. Nehmen wir hier alle Drawings raus. Ja, das heißt, man sieht hier auch auf Tagesbasis im ZB, wir haben hier ein gutes Short-Signal gehabt. Der Markt fängt sich auch hier. Also das heißt, wir sind hier auf einem Cluster. Auf dem SMA 20 der Woche. Man sieht hier wieder, wie der Markt reagiert drauf. Punktgenau. Am SMA 20 der Woche. Man hat hier einen Cluster mit dem SMA 200, EMA 130, SMA 20 aus der Woche hier heraus. Und der Markt reagiert und geht hier in die Short-Richtung. Natürlich, in die Long-Richtung. Natürlich hier nicht unbedingt sofort ein Einstiegsszenario. Was man hier abwarten sollte, ist, dass der Markt drauf geht. Moment, machen wir es mit dem Pfeil, dass der Markt drauf geht, hier nochmal runterkommt und sich dann irgendwo in diesem Bereich dann fängt und hier mit dem Umkehrszenario hier in dem Bereich, dann findet man hier ein gutes Einstiegssignal. Jetzt ist der Markt schon weitergelaufen. Er hat relativ gutes Potenzial in die Long-Richtung, aber man muss sich hier natürlich dann irgendwo zu diesem Bereich hier ein Einstiegssignal suchen. Umkehrformation, Single Bar Retracement, Double Bar Retracement oder Triple Bar Retracement, wie auch immer, dass der Markt hier dann in diese Richtung auch weiter auch die Bestätigung bekommt, dass es hier auch ein Long-Signal dann auch werden kann. Ja, okay. Das heißt, wir haben uns den Treasury angeschaut. Schauen wir uns dann noch kurz das Gold, haben wir uns noch nicht. Ja, ist im Moment ein bisschen kritisch, kennt man sich nicht so wirklich aus, wo das Gold hin möchte oder nicht. Zurzeit, ich glaube, den habe ich ja auch schon das letzte Mal gezeigt. Wir sind natürlich hier oben in einer Resistance, in einer Widerstandszone. Der Markt hat hier schon zweimal mehr oder weniger nach unten nachgegeben, auch hier wieder nach unten nachgegeben. Zieht jetzt rauf auf Monatsbasis. Wir sind nicht im überhitzten Bereich, muss man auch dazu sagen. Das heißt, es ist nicht Climatic, ist relativ in der neutralen Zone. Hier hat es Umkehr gegeben. Der Markt ist hier rauf, äußeres Bollinger Band zurück auf den SMA 20, zieht hier hinaus, hat hier wahrscheinlich hier aus der Resistance heraus leicht zu kämpfen. Auf Monatsbasis schauen wir uns die Woche an. Auch hier SMA geht rauf, geht in die Seite. Wir befinden uns jetzt hier am SMA 20, am SMA 8. Das heißt, der hat hier zurückkorrigiert. Der Markt schauen wir uns an auf. Wir sind hier in der aktuellen Kerze ziemlich genau am SMA 8. Markt hat in die Long-Richtung reagiert. Das heißt, ist grundsätzlich nicht ganz auf der Short-Seite. Hier wird es interessant, was hier passiert, wo der Markt heute schließt. Wenn er über dem SMA 20 schließt, dann würde ich sagen, dann haben wir Unterstützung bekommen aus der Woche vom SMA 8, der hier daher tanzt. Und könnte es leicht sein, dass hier der SMA 8 aus der Woche diese Unterstützung gibt, dass der Markt in diese Richtung weiterzieht. Wir haben hier natürlich eine leichte Seitwärtsphase. Kann man sich, das entscheidet sich hier. Also das heißt, heute noch ein starker Tag, dann könnte es sein, dass man hier ein gutes Einstiegssignal im Silber vorfinden könnte. Ja, Silber, Gold, sorry, im Gold sind wir jetzt. Silber ist immer der
kleine Bruder, bisschen unruhiger als das Gold, ist auch relativ schwer zu handeln. Aber man sieht hier auch diese Aufwärtsbewegung. Man sieht hier, wie bei diesen Linien auch diese Widerstände auch passieren, auch hier in diesem Bereich. Man sieht hier Silber, Touchdown, Touchdown. Auch hier in dem Bereich, dann irgendwann geht der Silberpreis durch. Man sieht hier die Reaktion auf der 20er-Linie. Diese Kerze beunruhigt mich jetzt ein bisschen, dass man vielleicht sich da auch wieder am SMA 8 der Woche dann wiederfindet. Könnte leicht sein. Also das schaut mir nicht stark aus, diese Kerze. Haben ja auch nicht über dem SMA 8 geschlossen mit dieser Umkehrkerze. Auch hier nicht. Das heißt, man befindet sich so in dieser Range und jetzt geht der Markt durch. Und wenn er heute durch mit der unter dem SMA 20 Schlusskurs darunter ist, dann wird es wahrscheinlich in die Richtung hier gehen auf ca. 23,9 und dann wird sich weiter entscheiden, wo der Silberpreis dann in den nächsten Tagen und Wochen dann hinmarschiert. Ja, Bitcoin immer spannend. Schauen wir uns den auch noch an. Das kommt noch vom letzten Mal. Dann habe ich glaube im letzten Mal ist es der genau 13. Das war das letzte Webinar auch, was wir gehabt haben. Ich schalte hier mal auch den Monats-20er ein. Ja, das war auch schon mehr oder weniger. Hier sieht man diese Kerze am 20er Band, am Wochen-20er Band. Das heißt, hier ist dann wirklich nach oben gegangen. Wie gesagt, hier hat man schon gesehen, kommt dass der SMA 20 aus dem Monat daher. Quält sich im Moment der Bitcoin. Jetzt sind wir zurück auf die 8er-Linie. Spannend, wo es hier, wenn hier wirklich eine starke Umkehr kommt, dann hat man nochmal Chancen, glaube ich, dass es hier in diese Richtung 32.000 gehen könnte. Ist man gerade von der Location Point Methode her an einem Scheidepunkt, wo geht der Bitcoin hin? Und wenn man hier ein starkes Umsatzsignal bekommt, könnte sich ja auch hier ein Triple Bar Retracement auch ausbilden mit diesen drei Kerzen hier, aber dafür brauchen wir hier bei dieser Kerze ein relativ starkes, eine starke Bewegung noch heute. Wenn das hier passiert, dann würde ich mal sagen, dann könnte Bitcoin hier in diese Richtung weiterziehen, weil wir hier gerade auch auf einer Unterstützung aus der Woche hier uns befinden. Wir sind neutral natürlich, nichts überhitzt. Interessant, wo es hingeht. Aber grundsätzlich, sage ich mal, ist es aus solchen Situationen immer schwer herauszuhandeln. Man befindet sich in einer Seitwärtsbewegung irgendwo, aber natürlich auch aus Seitwärtsbewegungen heraus kommt es dann immer wieder mal auch zu guten Bewegungen. Man ist hier an der unteren Range auch. So, man ist hier auch in der unteren Range aus dieser Bewegung heraus. Und ja, wäre interessant, also das heißt, wenn der Markt hier aufgeht, hier runter, ich will es nicht glauben. Wäre hier natürlich auch ein guter Einstiegspunkt, hier auch in diese Richtung zu gehen. Ja. Tut mir leid. Okay. Gut. Ja. Nächster Wert, den wir uns anschauen können. Ich würde mal sagen, schauen wir mal rüber zu Aktien. Was auch natürlich interessant wäre, wenn Sie einen Wert hätten, den ich mir anschauen soll, wäre es natürlich auch interessant, oder, dass man sich den hier
auch gemeinsam bespricht, wenn Sie irgendwo wissen möchten, wie irgendeiner Ihrer Werte, die Sie vielleicht handeln möchten oder wo Sie gerade drinnen sind, hier diskutieren möchten, jederzeit gerne, können wir natürlich hier auch gerne durchbesprechen. So, schauen wir uns das eine oder andere auch an. Apple hat sich heute wieder ein bisschen zurückgezogen. Ich habe ihn mir mehr oder weniger hier mit reingenommen, um auch mal zu besprechen, was Apple hier im Moment gerade macht. Ja. Auf, runter, SMA auf Monatsbasis, auf, runter, Achter. Das heißt, man sieht auch, das ist wirklich, das funktioniert in allen Asset-Klassen. Dieses Spiel, das ist nicht nur jetzt auf Futures oder auf eine bestimmte Asset-Klasse hier zu reflektieren, sondern das funktioniert eigentlich mit allen Werten. Auch hier wieder zurück an den SMA, auch 8, auch hier wieder ein guter Touchdown. Wert kommt zurück. Wir haben hier am äußeren Bollinger Band eine Reaktion, zieht in diese Richtung. Ich schaue jetzt mal gerade, ob das hier als Stairway, ja, genau, wird das auch als Signal erkannt. Ja, und geht drauf, zieht durch SMA 8, erstes Widerstand, relativ stark. Und deswegen ist auch bei mir Apple im Moment auf der grünen Seite, auf der Long-Seite, eben genau diese starke Bewegung heraus, die unterstützt wird aus dem Monat mit diesem Stairway-Pattern. Das heißt, das könnte natürlich mit einer Korrektur, die nicht zu stark ist. Das heißt, der Markt ist eigentlich hier nicht wirklich in die Seite gegangen, aber nur leicht fallend auf die Umkehr hier gekommen und steigt jetzt in diese Richtung weiter. Das heißt, vom Monat her bekommt man hier eine relativ gute Unterstützung. Schauen wir es uns an jetzt auf der Woche. Markt geht hier rauf, zurück, wieder SMA 20, zieht hier weiter, hier auch am SMA 8 zu hängen gekommen und zieht jetzt in diese Richtung weiter. Das heißt, wir haben jetzt hier zwar eine Umkehrkerze, die natürlich immer dort, wo die Kerze hinzeigt, Potenzial hat, zurückzukommen. Hier kommt aber der SMA 8 daher, den wir uns gleich anschauen auch. Aus der Woche. Ja, ist im Moment, man sieht, wo der SMA 8 aus der Woche herkommt oder wo er sich gerade befindet. Das heißt, wenn diese Formation, diese Kerze zeigt natürlich in die Long-Richtung, wir haben hier aufwärts, zurück, SMA 20 geht drauf, kommt zurück. Wir haben hier die Reaktion am SMA 20. Der Markt geht, ist zwar kurz weitergegangen, zeigt aber jetzt hier wieder zurück. Das heißt, wenn man hier eine Umkehrkerze sieht oder eine Umkehrformation in die Long-Richtung sieht, hat man von hier aus schon relativ gutes Potenzial, dass der Markt hier weitergehen könnte. Wie gesagt, immer enge Einstiege, enger Stopp. Wenn diese Formation hier nicht hält, dann gibt es die nächste Möglichkeit hier unten ungefähr um die 161, 170, wie auch immer. Wenn der Markt hier durchfällt, dann gibt's hier die nächste Möglichkeit, dass man sich die Apple nochmal anschaut. Wäre natürlich auch, wenn man sich jetzt die Higher Highs, Higher Lows anschaut, immer noch auch markttechnisch zu begründen, wie auch immer. Aber wie gesagt, das ist hier die nächste Möglichkeit, wo der Markt, wenn das hier nicht hält, hier herunter drehen könnte. Aber grundsätzlich vom Monatsausblick her ist die Apple im Moment meines Erachtens doch relativ stark und hat doch Potenzial, durch das letzte Monat hier wirklich in die Long-Richtung weiterzuziehen. Man muss sich nur auf Tagesbasis die richtige Möglichkeit auch finden. Atvi, ja, die ist spannend, die ist sehr spannend. Da gibt es auch ein Signal dazu, ein aktuelles. Was ist hier passiert?
Nimm mal wieder die Linien raus, um sie nicht zu verwirren. Ja, der Markt. Hier M130. Rauf, runter. Zurück an den SMA 20. Rauf, runter, wieder Umkehr auf dem SMA 20. Zieht hier rauf und wir haben hier einen riesen Gap eigentlich aufgemacht. Aber der Markt ist jetzt hier in die Seite gegangen. Er ist nicht wirklich weitergezogen, ist in die Seite gegangen und wir haben hier einen Touchdown auf dem SMA 20. Wir sind überhaupt nicht mehr, wir waren hier sehr climatic, sind nicht mehr. Jetzt am SMA 20 ist hier diese relativ starke Kerze gekommen und es scheint, dass die hier weiterzieht. Das heißt, hier hat man eine relativ gute Chance, dass man sich die Advia mal genauer anschauen kann. Auch auf Monatsbasis sollte ich ja immer beginnen, eigentlich mit dem Monat. Wir haben hier äußeres Bollinger Band schon verlangen. Der Markt plätschert hier auf die Seite, hier eine relativ gute Umkehrkerze am SMA 20, hier relativ stark hinauf, natürlich durch das Gap auch gegeben und hat hier schon Potenzial, dass der Markt hier in diese Richtung auch begründend auf diese Formation hier, weil die ja immer wirkt, eigentlich die Unterstützung heraus aus dem äußeren Bollinger Band auf Monatsbasis hier dann auch wirklich in diese Richtung weiterziehen kann. Also die Advi schaut eigentlich relativ brav aus im Moment, was die Long-Richtung angeht. Und wir sind hier mehr oder weniger in die Seite korrigiert. Der Markt ist nicht gefallen, wie auch immer. Das heißt, das ist natürlich auch ein Zeichen von Stärke, wenn nach so einem Move hier der Markt nicht gleich wieder zurückkommt, sondern sich eigentlich in die Seite konsolidiert. Ah, okay, ja, gut, gute Frage. Ob das nur auf einem Tag oder auf 240, auf 60, auf 15 Minuten? Ja, die Zeiteinheiten, wo dieses Spiel funktioniert, aber ich muss dazu sagen, je niedriger die Zeiteinheiten, desto ungenauer wird das Spiel. Es funktioniert auf einer Minute, 5 Minuten, 15 Minuten, 30 Minuten, 60 Minuten und 4 Stunden. 4 Stunden im 24-Stunden-Markt. Wenn Sie auf die Uhr schauen, dann werden Sie genau das als Ihre Hauptzeiteinheiten sehen, wo das Spiel funktioniert. Also das ist genau eben auf die, es funktioniert nicht auf 10 Minuten oder auf 12,5 Minuten, sondern es ist genau das, was Sie auf Ihrer Uhr sehen, die Zeiteinheiten. Das heißt, eine Minute, 5 Minuten, 15, halbe Stunde, Stunde. Dort am ersten und die 4 Stunden. Die 30 Minuten sind auch nicht ganz so, wie soll ich sagen, sicher, zielgenau, aber auf jeden Fall die Stunde, dort wird es dann schon wieder genauer. Okay, das heißt hier dann die, aha, okay, die hat vorhin ein bisschen anders ausgeschaut, so kann es auch sein. Okay, die ist dann jetzt rausgefallen. Ah, na, vielleicht doch nicht ganz. Also mal schauen, nein, also die macht im Moment keinen Sinn. Okay, vergessen Sie mal die. Die hat vorhin noch ein bisschen anders gewirkt. So ändern sich die Bilder. Ja, die Cisco, wieso habe ich die drinnen? Aber die habe ich jetzt nur aus Grau. Ist auf jeden Fall ein interessanter Wert, den man sich anschauen kann, beobachten sollte. Und zwar aus welchem Grund? Wir haben hier ein Stairway Pattern, beziehungsweise die auf Monatsbasis EMA 130. Wieso ist der EMA 130 ist, werde ich auch immer wieder gefragt. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe das nur beobachtet, dass der immer wieder funktioniert, auch hier. Das sind ganz einfach Beobachtungen. Das ist auch kein System, was ich mir aus meinen Fingern irgendwo gezogen habe, sondern das sind einfach Beobachtungen, die ich gemacht habe, wo die Märkte immer wieder reagieren. Ich war auch einige Zeit in einem Prop Room, für eine Prop-Firma auch gehandelt und genau dort sind so
die Ursprünge aus dem Location Point Trading auch geboren worden, wo wir die 20er Linie und die 8er Linie gehandelt haben, aber nicht so komplex in den verschiedenen Zeiteinheiten und so weiter, sondern immer nur auf den 5 Minuten. Und daraus ist aber dann in weiterer Evaluierung und so weiter, ist mir dann aufgefallen, dass es eigentlich in vielen verschiedenen Zeiteinheiten so funktioniert, dieses Spiel. Und das habe ich dann eben als Location Point Trading eben zusammengebaut. Und das Regelwerk macht ganz einfach Sinn. Okay, gut, nur das zudem noch. Cisco, sind wir hier, äußeres Bollinger Band, Stairway Pattern, EMA 31, das heißt relativ stark hier die Unterstützung aus dem Monat heraus, der Markt ist weitergezogen. Wir sind hier wieder um dem SMA 20, wie gesagt, nicht immer Punktlandung, aber hier um diesen Bereich wird es spannend. Wir kommen hier auf der Monats-SMA 8er. Hier diese Kerze ist zwar relativ stark, muss sagen, beunruhigt ein bisschen, wenn es ein Double Bar Retracement in dieser Stärke in die Short-Richtung gibt. Wieso habe ich ihn aber angeschaut? Und zwar, das ist aus dem Grund, wenn man sich jetzt den Tag hier, auf Woche sieht man nichts, auf Woche sieht man nur eine stark fallende Kerze. Wenn man sich das nochmal anschaut, der Markt ist rauf, in die Seite gegangen, hier stark runter, aber der Tag ist spannend. Und zwar aus dem Grund, weil er hier bis auf den SMA 200 gefallen ist, hier drauf reagiert hat. Wir hier climatic sind, das heißt, es könnte hier auf jeden Fall zu einer Korrektur kommen. Ich meine, es ist schon relativ stark gewesen, dieser Fall hier auf den SMA 200, aber es könnte sich hier eine Korrektur entwickeln bis zurück am SMA 20, wo immer die dann hinführt. Das heißt, das wäre erster Schritt. Wir sind auch hier in einer Resistance Area, mehr oder weniger oder in einer Unterstützung von diesen beiden Lower Lows hier. Das heißt, es könnte hier schon eine Umkehr, zumindest in eine bestimmte, bis zur bestimmte Bewegung hier stattfinden. So etwas zu handeln ist natürlich immer relativ kritisch zu betrachten, wenn ein Wert so in die Seite geht, soll man grundsätzlich seine Finger davon lassen. Ich sage mal, aus dem Grund ist es spannend, weil da jetzt der Markt hier wirklich am SMA 200 reagiert hat, könnte man sich anschauen, ob nicht etwas so wie in dieser Art hier auch rauskommt und hier seine Bewegung daraus entsteht. Immer Stopp eng halten und immer mit Targets arbeiten, wenn man in solche Szenarien einsteigt. Man sucht sich sein Ziel und ist dann ganz einfach draußen. Und wenn der Markt wirklich weitergeht, dann hat man zumindest seinen Teilgewinn eingesteckt oder seinen Gewinn eingesteckt. Dass hier nicht ein langer Move der Cisco stattfinden wird, das ist relativ klar. Das gibt diese Konstellation relativ klar heraus, dass hier nicht wirklich was in die Long-Richtung lange Zeit passieren wird. Auch dieses Bild hier auf Monatsbasis ist ja, die geht ja schon ewig in die Seite. Also da wird nicht, weiß ich, wie viel passieren, aber natürlich kurze Bewegungen kann man immer wieder irgendwann mal mitnehmen. Ja, was könnte man noch anschauen? Da sind ja auch zwei Wünsche im Chat drin, ne? Ja, okay. CZ, alles klar, schauen wir uns das auch noch an. Der ZC, sorry. Ui. Naja. Moment mal, ja. Sag mal, nicht unbedingt wirklich. Schauen wir uns das mal an. Der ist hier. Hier sind wir in einer Resistance-Zone. Eine Support-Zone, sorry. In einer Support-Zone. Es kommt aus der Woche, glaube ich, da eine 130er daher. Okay, den müssen wir heller machen, damit man besser sieht. Ja. Wir sind hier am EMA 130, aber nach dem starken Abfall muss man warten, was passiert, würde ich mal sagen. Das ist hier eine nicht gerade
wie soll ich sagen, dass man hier irgendwo eine Entscheidung trifft, könnte ich, wenn man long drinnen ist im ZC, dann kann man sich hier überlegen, schauen, wie der Markt hier reagiert auf diese Linie. Wenn man in die Short-Richtung denkt, dann müsste man zu diesem Zeitpunkt warten, wo dass er wieder korrigiert und irgendwo in einem bestimmten Bereich hier in diese Richtung wieder abdriftet nach unten. Aber das ist eigentlich für mich, würde ich sagen, da würde ich auf jeden Fall die Finger davon lassen, irgendetwas zu tun. Außer der Markt, es könnte natürlich auch sein, dass der Markt hier dreht, hier rauf geht. Wenn hier dann in dem Bereich wieder eine Umkehr kommt in diese Richtung, dann würde ich sagen, dann hat sich hier die 130er-Linie mal bestätigt oder wenn es schon früher kommt. Aber im Moment sage ich, ja, ist Vorsicht, Hände davon lassen, in welche Richtung auch immer. TDE, schauen wir uns auch an. Das ist die, da haben wir die da drinnen, da seht ihr gleich die erste oben. Deutsche Telekom, ja, ich meine, grundsätzlich schaut das, ja. Auf Monatsbasis gehen wir in den überhitzten Bereich. Die war lange, war die ruhig. Jetzt ist sie ausgebrochen. Diese Kerze natürlich, die gefällt mir nicht ganz, weil das ist eine Umkehrkerze auf Monatsbasis in die Short-Richtung. Das Monat ist noch nicht ganz vorbei. Das könnte sich natürlich noch drehen. Man sieht auch hier schön 200er-Linie auch also die reagiert auch relativ gut auch auf diese Linien, die Telekom. In dem Bereich. Schauen wir uns die Woche an. Ja, okay. Nicht ganz uninteressant. Rauf, runter, SMA 20, zieht drauf. Wir haben hier den SMA 8, geht weiter. Hier eine Korrektur. Reagiert anscheinend auf dem SMA 8 auf Wochenbasis. Wäre natürlich gut, wenn sich das hier noch in diese Richtung weiter ändert. Wir haben ja erst 2 Tage hinter uns, das heißt, die Woche ist noch lange nicht gegessen. Aber wir haben hier die Reaktion zumindest mal gehabt. Schauen wir es uns auf Tagesbasis an, wo wir hier stehen. Ja, nicht ganz verkehrt, sagen wir so. Runter in die Seite, hat hier reagiert, ist hier runter. Die wirken natürlich auch oft als Art Magneten, diese Linien. Ja, ich würde mal sagen, wenn sich diese Kerze hier bestätigt, wenn der Markt hier wieder drüber geht, über den SMA 20, besteht ohne weiteres die Möglichkeit, dass weiterläuft. Wie gesagt, diese Kerze, die Monatskerze, die gefällt mir nicht ganz. Wir haben hier einen relativ starken Ausbruch gehabt. Am nächsten Tag der Markt darunter geöffnet. Geht hier auf die Seite. Auf jeden Fall, wenn man long denkt, in die Long-Richtung einsteigt, dann würde ich stoppen, natürlich ganz eng, wenn man in dieser Position drinnen ist und der Markt geht unter dieses Low. Dann sollte man sich überlegen, aus dem Markt mal zumindest auszusteigen. Wenn man drinnen bleiben möchte, dann warten, was hier am SMA 20 passiert. Aber sie ist relativ gut gelaufen. Ja, okay. Haben wir sonst noch etwas? Nicht wirklich. Ich glaube, bin ja vielleicht noch die einzige Siemens, die hier auch noch ein gutes Bild im Moment abgibt, wo wir auch in so einer Art Trampolin-Pattern drinnen sind, das ich auch vorhin schon kurz angesprochen habe. Das ist eh die letzte Aktie oder der letzte Wert, den wir heute uns anschauen. Oder schauen wir uns noch das Monat an. Im Monat, ja, runter ungefähr auf die 200, aber nicht wirklich. Zurück rauf,
Man sieht das Spiel auch SMA 8, hier SMA 20, der Markt ist hier weitergezogen. Wir haben hier eine Umkehr, eine Kerze in die Long-Richtung, Single Bar Retracement, aber nicht ausgehend von einem dieser Linien. Das muss man auch dazu sagen, aber grundsätzlich solche Kerzen haben natürlich immer eine Tendenz, dass seine Bewegung dann auch weitergeführt wird. Hier haben wir auf Monatsbasis auch wieder einen Abverkauf wieder in sich zurückgekauft. Das heißt, es schaut mal von dem her eher aus, dass die Long-Seite eher überwiegt als die Short-Seite im Moment auf Monatsbasis. Schauen wir es uns auf Woche an. Auch hier, Markt geht drauf, kommt runter, SMA 8 geht weiter, kommt runter, hier in die Seite, SMA 20. Zieht weiter hinauf, wieder hier SMA 20 Spiel, geht wieder in die Seite. Das heißt, ja, ist jetzt nicht wirklich, wo man sagt, der Markt möchte unbedingt nach unten los, sondern es scheint eher, wir sind hier auch über dem SMA 20, über dem SMA 8. Jetzt kommt aber der Tag und da wird es spannend, weil wir hier. Ich lösche mal alles raus. Markt geht drauf, kommt runter, geht drauf, kommt runter. Das heißt, nicht wirklich irgendwo an der 20er Linie hier festgenagelt. Immer irgendwo so unentschieden, kommt drauf, kommt runter. Und wir sehen jetzt aber hier eine relativ gute Umkehrkerze in dem Bereich. Und der Markt zieht auch weiter. Das heißt, das könnte hier bei der Siemens ein sogenanntes Trampolin-Pattern sein. Was immer ist, man hüpft rauf und runter, rauf und runter, rauf und runter und plötzlich möchte man wirklich ganz hoch springen. Und das könnte hier ein gutes Zeichen sein, auch, dass der Markt hier wirklich nach oben jetzt weggeht in der Siemens nach einer langen Seitwärtsphase. Diese Kerze ist auch relativ stark hier in diese Long-Richtung. Das heißt, hier könnte es Sinn machen, auch darüber nachzudenken, ob man nicht sich die Siemens mal genauer anschaut. Nochmal, ja, nur dass ich mal das höhere Bild noch anschaue. Ja, wie gesagt, ein Korrekturpotenzial gibt es immer runter bis auf den SMA 20. Wir sind aber hier relativ gut unterstützt worden, auch mit zwei Touchdowns auf den SMA 20 schon aus der Woche heraus. Markt geht in die Seite. Ja, das sind dann nur, um das Trampolin-Pattern auch näher zu erklären. Das sind eben so genau so Szenarien, die können einen frühzeitigen Ausbruch aus einer Seitwärtsphase, kann man oft an so einer Kerze festnageln. Gut, okay. Das wäre es dann mal von meiner Seite. Gibt es noch Fragen? Wenn nicht, dann hoffe ich, dass Sie ein bisschen etwas mitnehmen konnten aus dem Location Point Vortrag, aus dem Webinar. Wie gesagt, keine Handelsaufforderung, sondern rein die Idee zu bekommen, wie man auch Märkte interpretieren kann. Es gibt auch etwas anderes als die üblichen Analysemethoden. Das soll eben auch eine sein. Es gibt natürlich Hunderte und Tausende verschiedene. Das ist halt mein Ansatz. Aber das ist eben, weil ich auch persönlich immer etwas brauche, wo ich mich irgendwo anhalten kann, hilft mir dieser Ansatz extrem gut weiter. Und deswegen habe ich mich auch hier wirklich lange damit auseinandergesetzt und befasst, um das auch zu einer Perfektion zu treiben. Okay, Nelson, ich glaube, das Ja, war's dann sehr von meiner gut. Seite. Alles beantwortet, was im Chat reingekommen ist. Und auch wir leiten gerne Fragen im Nachhinein weiter, wenn Sie da noch was Offenes haben oder beziehungsweise noch was auf den Herzen. Dann können Sie uns auch gerne kontaktieren und wir leiten das an Gilbert dann entsprechend weiter. Aufzeichnung kommt so schnell wie möglich online. Sollte diese Woche auf jeden Fall noch klappen, können Sie alles in Ruhe dann nochmal bearbeiten bzw. nachbearbeiten, sich anschauen. Und vielen, vielen Dank, Gilbert. Hat wieder Spaß Ihnen. gemacht. Der nächste Termin steht ja auch schon an im Mai. Also bis dahin wünsche ich Ihnen natürlich viel Erfolg. Vielen Dank für die Teilnahme. Wünsche noch einen schönen Abend, noch eine schöne Restwoche. Und Gilbert, wie immer, hast du das Schlusswort. Dankeschön.
Ja, vielen Dank für die Abmoderation. Vielen Dank auch für die Zeit, die ich mit FX hier verbringen durfte. Macht immer wieder Spaß. Und ja, auch Ihnen noch einen schönen Abend. Und bis Ende Mai, dort ist dann der nächste Termin, wo wir uns wieder dann wiedersehen, um hier die Location Points uns näher zu betrachten. Schönen Abend noch und bis bald. Ciao. Ciao.